Ach, wo ist er denn nur? Wo ist er denn nur? Keine Ahnung, wo ist er denn nur? Ich vertreibe mir hier mal die Zeit. Während da drüben komische Geräusche aus dem Mikrofon dringen. Check out my stuff. Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon's Prophet. Wir sind wieder mit dabei und freuen uns ganz herzlich auf euer erstauntes Gesicht. Oder auch nicht. Hat sich gereimt, ich bin voll der King. Ja, du bist der Mega King of eigentlich bin ich ja die Queen. Dann bist du halt die Queen of Rhyme-O-Rai. Ne, ich möchte gerade Brecherei so ungefähr. Ja, in der heutigen Folge machen wir unterschiedliche Dinge nämlich stark an. Der Wolke wird wahrscheinlich weiter leveln oder so wollen. Wolken sozusagen. Ich hab glaube ich auch noch ein paar Quests offen hier in der City, wo wir gerade sind. Ja, ja. Und ich werde in der Zeit mich um Pflanzen und so kümmern. Und hier, guck mal, den habe ich gefunden. Den Seelenzauberhandwerk. Und der kann Splitter fusionieren, der Typ. Und da werden wir uns gleich einmal mal hier gucken. Den gibt man auch physischen Schaden. Dann nimmt man sich den Splitter, packt das hier rein und tut sich dann mit 50 Gold in dem Fall den Splitter zu einem großen fusionieren und der hat dann größere Punkte. Das brauchen wir nicht. Da haben wir nur einen. Da haben wir gar keinen. Da haben wir drei. Siehst du, können wir es. Ja, ich muss mich da in die ganzen Sachen mal ein. So. Dann haben wir hier ein bisschen. Ja, ich habe jetzt. Liebe Zuschauer, ich habe da. Ja, ich bin da immer so kritisch gegenübergestellt. Das Einzige, was ich immer gerne mache, ist so Sachen, die HP herstellen. Mir zu erzeugen. Alles andere, wenn ich mir Schwerter oder sowas mache, das ist immer, ich stelle mich hin, sammle Stunden, Jahre, das Zeug, was ich brauche, nur um dann festzustellen, dass eigentlich total scheiße ist, was ich habe. Und ihr müsst euch die Leidensgeschichte gerade zum ersten Mal anhören, ich höre mir das ständig an. Ja, ständig, ich habe dir das von auch zum ersten Mal erzählt. So. Nein, das hast du mir schon öfter erzählt. Wo kann ich jetzt diese komischen Drachensteine zusammen. Da wo du, wir sind doch beide an dem Geländer rausgekommen, ne? Ja, ach, bei den Typen da oben. Dann drehst du dich einfach einmal nach hinten um und dann steht da deine Frau und lässt sich Klunker von dem Typen da machen. Splitterfusion. Ja, also Gesundheitssplitter habe ich ohne Ende. Ja, und ich habe auch rausgefunden, dass es eine Bank gibt. Ja, wir sind in der ersten Stadt schon an der Bank vorbeigerannt, in allergrößter Sorgsamkeit. Habe ich hier mitgekriegt. HP 16 plus. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie man diese Drachensplitter benutzt. Ich habe es nicht rausgefunden. Wie gesagt, du packst dir das auf dein. Kann ich jetzt hier zum Beispiel magische Abwehr auch mit Gesundheit? Nee, du kannst nur denselben. Du kannst nur denselben machen. Was mache ich? Was? Du wolltest gerade was sagen. Was soll ich machen? Na, du packst dir das. Ich habe nicht genug Sachen hier für einen großen. Jetzt redet ihr nicht zu Ende. Pass auf. Du musst. Wie war denn das? Oh. Wenn man versucht, was ich zu erklären, gell? Ach, guck mal hier. Hier vielleicht? Nee. Warte mal, ich guck jetzt mal nach. Wie hatte ich das gemacht? Ich habe das nämlich schon auf ein paar Klamotten drauf geklatscht. Weil ich mir dachte, hey cool, mach's mal. Du gehst auf C. Ja, hab ich. Dann. Wie war das? Das ist immer so gut. Du gehst auf C und dann. Weiß nicht mehr, keine Ahnung. Ja, hey, ich hab das doch schon gemacht hier. Mann, kann doch nicht sein. Ich sehe, du bist Profi. Aha, ja, ich komm. Aha. Ja, wenn du mich hier unter Druck setzt, geht das eh nicht. Wie habe ich das gemacht? Ich habe das einfach draufgezogen. Nee. Hä, bin ich bescheuert? Ich hab das doch schon auf der einen Sache hier drauf. Oh, ich komm hier nicht mehr klar, ey. Merkt man gar nicht. Rechts geht auf die Gruppe. Ja, wie gesagt, ich habe das schon gemacht. Für physische Weiß jetzt Abwehr. Allerdings nicht mehr. Mal,
Okay. Tja, keine Ahnung, was das ist. Ah, hier, genau. Pass auf, du drückst Escape. Ja. Dann hast du hier... Du gehst auf den 1, 2, 3, 4, 5. Reiter. Ja, bin ich. Und dann, jetzt muss ich mal gucken, entweder Ausrüstungsverbesserung oder Splittersockelung. Genau, Splittersockelung musste gehen. Ah. Und da packe ich jetzt was du verbessern willst. Da packe ich jetzt mein wunderschönes Schwert drauf. Und da haue ich jetzt natürlichen Schaden. Ja, ja, genau. So. Dann haue ich da psychischen Schaden. Psychischen Schaden. Psychischen Schaden. Ja, habe ich das jetzt. Zum Drachennest. Ach, man kann nur eine Sockelung machen, oder was? Du, der doof. Nee. Ach, keine Ahnung. Vorgänge, Vorgangsstatus. Sag mal, machen die hier ihr Zeug. Hey. Okay. Cool. Also die machen hier anscheinend auch die. Ich hatte den Drachen ja, falls ihr euch erinnert, befohlen, hier ein bisschen Hackfleisch zu sammeln. Der hat mir nebenbei noch lustige andere Sachen gesammelt. Ja, das war das Zeug zu sammeln. Das hat er fertig gemacht, auch obwohl ich nicht online war, so wie es aussieht. Ich habe jetzt alles gesockelt, was irgendwie ging. Und das hat mir jetzt Konstitution plus 11 gebracht. Crit, glaube ich, gebracht. Hat mir ein bisschen mehr gebracht auf jeden Fall. So. Also ich mache mir den Bildschirm hier unten jetzt größer, weil ich gehe jetzt auf Suche. Ich muss mal gucken ganz kurz. Gut, so groß mache ich mir jetzt vielleicht auch nicht. So. Ich muss mal gucken ganz kurz, wie weit ich denn hier im Level bin, weil muss ich mir erstmal gucken zwischen anderen Charakter. Ich bin Level 3 in der Rezepturensuche. Okay. Dann bin ich hier hinten bei dem. Ich weiß nicht. Level 3. Hast du rausgefunden, was das Drachentraining bringt? Ja klar, das habe ich alles rausgefunden. Was bringt dir denn das Drachentraining? Wir gehen jetzt mal hier zum... Sag mir doch bitte erstmal, was mir das Drachentraining bringt. Ja, das muss ich das mal kurz sehen, warte. So. Ich bin... So, Drachentraining. Welches Drachentraining meinst du jetzt? Es gibt ja 1000 verschiedene Trainings. Drachentraining 1 kann ich bis jetzt noch machen. Ach so, das ist höchstwahrscheinlich die Stufe, mit der die Effizienz deines Trainings voranschreitet. Weißt du wie? Also Stufe 2. Ja, was bringt mir denn das Drachentraining? Ja, dann wird er dadurch stärker, oder? Das müsste eigentlich zum Leveln da sein. Also über Drachentraining habe ich mich gar nicht informiert. Ich habe mich darüber informiert, wie man die Drachen levelt. Und das tut man am besten mit den Drachenwaren, die der Drache sammelt. Ich zeige euch das mal hier. Guckt, der Drache hat jetzt für mich... Erz, Drachenwaren, so. Erze und 100 unverfeinertes Erz gesammelt. Dann gehe ich jetzt auf die Vorgänge. Dann gehe ich jetzt auf das Drachentraining. Da sieht man jetzt hier, wir haben 0 verfügbare Drachenattribute. Und hier oben sieht man bei dem Trainings, du kannst ja mitmachen, du siehst dein Trainingslevel, gell, wenn du auf das Spinnennetz beim Drachen klickst. Trainingslevel 0. Genau, daneben ist die Trainingslevel XP und da ist so ein kleines dreieckiges Kleeblatt und wenn du da drauf drückst, dann frisst dein Drache. Oben siehst du dein Drachentraining, da siehst du... Ah, Trainingslevel 1. So, jetzt haben wir Level 3. Okay. Das heißt, wir haben beim Spinnennetz unten Drachenattributspunkte. Und die können wir jetzt auf unseren Drachen verteilen. Ich mache mal 2 in Stärke. Und das war's. Ach so, okay, gut. Ja, dann schicke ich die erstmal hier beide Drachen schön jagen, dass meine schönen Drachenwaren sammeln hier. Dann kann ich dem hier ja auch jetzt mal ein bisschen mehr Zeug zustecken hier. Und ich tue meinen auf Drachen genau gemacht hat hier. Und dann sammelt er mir einmal hiervon, dann sammelt er mir hiervon. Dann nimmt er noch ein paar Trainingserfahrungspunkte und kauft mir noch davon was. So. Dann haben wir hier noch den Drachen. Drachen macht mehr. Der holt mir noch schnell ein wenig Erze und zwar holt er mir eins davon, dann holt er mir mal 2 davon und dann holt er mir mal 2 davon. So, wunderschön. Haben wir auch das geschafft.
Und wir haben jetzt genug Erz und können das mal ordentlich schön jetzt hier unseren Level, unsere Level steigern. So. Ich gehe nochmal fix Inventarsachen. Ach Quatsch, warte mal. Wie kann ich hier, wo ist hier die Bank? Ey, die Bank gibt's in dieser Stadt nicht. Da musst du halt zurück nach Helmer. Da ist die Bank. Und zwar, wenn du reinkommst, hast du dieses komische Ding gewesen. Der erste Eingang gleich, wo wir nie rein sind. Genau das ist die Bank. Weiß nicht. Wollen wir beide nochmal ganz fix zur Bank, oder? Wir können beide zur Bank, ja. Dann tue ich in Helmer meine... da kann ich eh besser Zeug sammeln. Dann würde ich nämlich die ganzen Essenzen, was ich hier habe, mal auf die Bank schaffen. Aber ich flieg, die da sicher. Ich flieg nicht hin, gell? Ich tu mich mit dem Transportmeister hinschicken. Ne, den habe ich ja schon wieder in der neuen Stadt gesetzt. Nee, du tust den ja nicht setzen. Du tust ja das freischalten, um dann zwischen den Orten, wo du es freigeschaltet hast, hin und her reißen zu können. So, okay. Aber du kannst es irgendwie nur einmal machen. Das jetzt mal was ja, du machst das einmal bei mir oder so. Du machst das einmal pro Stadt. Das ist sozusagen die Registration dafür, dass du in der Stadt schon warst und deswegen immer wieder dahin darfst. Nee. Den Zauber, sag ich mal so, könnte ich dann erst nach einer Stunde wieder einsetzen. Keine Ahnung, noch nie probiert, ob ich das zweimal in einer Stunde machen kann. So, und dann tun wir jetzt erstmal hier ein bisschen was weglegen, was wir jetzt hier gerade nicht brauchen. Zum Beispiel können wir mal... Was legt man denn weg? Die Skurrilessenzen lege ich mal weg, weil die doch recht wertvoll sind. Dann bringe ich immer genau die meine ich, die dann würde ich nämlich gerne dann mal hier. Ich mir jetzt aus. Mal kurz die Schriftrollen. Waffenschmiede 15, dann lernen wir mal hier ganz kurz die Schriftrolle noch. So. Dann können wir noch, was können wir noch weglegen? Die Schwertgriffe werden wir erstmal gar nicht brauchen, genauso wie die Gullias Federn. Was werden wir noch nicht brauchen? Diamant Graustahl Zauberrad. Ja, den Rest kann ich eigentlich jetzt erstmal behalten. Das ist jetzt nichts so berauschendes. Obwohl doch. Ich werde mal den Großteil werde ich jetzt verkaufen, nämlich einfach nur. Ich werde mal jetzt. Wollte jetzt halt nur die. Genau, wir werden mal zwei darauf legen. Innerhalb der nächsten Level bekommen wir dann auch den Schmuck und so zusammen. Schmuck bekommt man erst ab Level 23. Also das wird noch eine ganze Ecke dauern, bis wir da was unseren Avatar zusammengesammelt haben. Macht euch also nicht ins Hemd, meine lieben Freunde. So, und ich lerne jetzt die Schreinerei kurz kennen. Ich hoffe, hier gibt's schon einen Schreiner. Rüstungsschmied. Geh jetzt wieder in die andere Stadt. Dann lernen wir jetzt mal hier mein ganzes und schauen einfach Hackfleisch und so zu verarbeiten. Jo. Und schauen einfach, ich kann es auch hier verarbeiten. Also ich dachte, das kann man nur in der zweiten Stadt machen. Nö, du gehst einfach da, wo du Lebensmittel kaufen kannst, und daneben steht ein Kessel, da kannst du Zackfleisch verarbeiten. Ja, egal, wir wollen ja halt dann eh wieder in die zweite. Also ich bleibe jetzt erstmal hier in der ersten Stadt. Und tu hier ein bisschen, weil hier kann man besser farmen, hier hast du alles. Hier hast du Dorangras, hier hast du die, Äste. So, hier oben müssen wir jetzt schauen, weil ab einer gewissen Weile funktioniert das nicht mehr. Ich möchte jetzt nicht unbedingt was verschwenden. Deswegen gehe ich gleich auf Abbruch und sobald wir nicht mehr dazu leveln sollten, tun wir das dann für was anderes benutzen. Die ganzen Erze. Aber momentan funktioniert es ja alles noch. Level 18 mal schon. Hackfleischpatete. Ah, funktioniert immer noch. Eigentlich müsste es gleich abbrechen. Da hat es eine Wolke gerade wieder rausgehauen aus der Leitung. Warum auch immer. Wird mich gleich wieder anrufen. Wir leveln immer noch. Ach du Scheiße. Herr Wolke, warst du kurz draußen aus der Leitung? Nee. Warum? Weil meine Musik lauter geworden ist. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass du rausgeflogen bist. Also ich hab dich die ganze Zeit gehört. Von daher. Okay. Ey, wir leveln immer noch weiter. Normalerweise geht das gar nicht. Ach, Rüstungsschmied habe ich noch nie probiert zu leveln. Stimmt, kann sein, dass es daran liegt. Also wir werden stark auf Rüstungsschmied und Waffenschmiede gehen. Werden auch, ja, das wird so das sein. Und ich werde dann dafür sorgen, dass wir halt, jetzt können wir sogar noch hier sehen. Seht mal, wir können Rohmetallstücke herstellen mit grobem Leder und Felsen. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Das ist ja lustig. Tada! Habe ich wieder was dazugelernt. Was haben wir hier jetzt noch? Jetzt haben wir hier
Waffenschmiede sind wir Level 6. Nee, Level... Doch, Level 6. Genau. Hier kann man so, gar nichts machen. 24 mal Hackfleischpastete. Ja, ich habe gerade... Kann ich denn Items... Echt heftig kurz, viel. Kann ich Items extrahieren? Machst du, glaube ich, im Menü. Du gehst... Irgendwo konntest du im Menü... Ich habe das nur einmal gesehen. Ich fand es nicht so dolle mit dem Extrahieren. Deswegen habe ich es gelassen. Aber es ging im Menü auf jeden Fall. So, wir sammeln jetzt hier mal schön Zeug zusammen. Die hat ja einen geilen Skin. Die hat hier Basilien-Skin. Ja, gibt's auch in Deutschland-Flaggen. Das sind ziemlich hochlevelige Leute. Also die mit den Deutschland-Flaggen, die hatte Level 96 gehabt. Wir haben uns auch informiert, ja, also... Rennt sogar einen Ball hinterher. Ich war wieder so ein typischer... Ich renne mal in Gebiete, die mich absolut nichts angehen. Und war mal in den Level 50er Gebieten, war auch schon mal auf der dritten Welt. Also es gibt mehrere Welten hier, es gibt oder mehrere Länder. Wir sind natürlich aus dem ersten Land und wir kommen dann, glaube ich, 6 Länder gibt es da noch insgesamt. Und dann gibt es auch richtig krasse Quests und so und Level 80er Monster. Ich habe zum Beispiel gegen Schafe gekämpft, die habe ich mit 2 Hieben Blatt gemacht. Und naja, soll man einer sagen, Schafe sind scheiße. Schafe können ganz schön was ausrichten. Ja, und ich habe auch, wir haben auch den, den Drachen, der hier über den Himmel fliegt, den haben wir auch gesehen, den habe ich in Wolke gezeigt. Der Knochendrache. Das ist ein legendärer Drache, den man auf Level 80 bekommt. Und der, den kann man nur in der Gruppe platt machen, anders kriegt man den nicht dauern. Habe ich mir sagen lassen. Und jetzt will ich erstmal kurz hier meine Quest, denn ich habe ein großes Gefallen an diesem Ding gefunden, genau. Die Sicherwelle benutze ich zum Beispiel gar nicht mehr, die ist nicht toll, finde ich. So. Genau, so rum habe ich meine Skills gelegt momentan, nee, Quatsch. Falsch. So rum habe ich meine Skills gelegt. Und wir betreiben hier mal ein bisschen schweren Bergbau. Als Frau muss man da einfach mal ran. Während der Mann sich dann zu Hause mit einem Bier ausruht. Geh lieber Wolke. So muss das doch sein. Sonst kriege ich wieder Schläge, wenn ich es nicht mache. Es geht ja voll in die Richtung Frauenfeindlichkeit und so eine Sache. Wieso Frauenfeindlichkeit? Du bist doch der Böse. Also, liebe weibliche Zuschauer, falls... Die nicht existieren. Falls ihr Nevergest so etwas haben sollte, nehmt das nicht zu ernst, ne? Nee, niemals. Wenn ich Witze ernst meine, dann nur Witze über den Wolke. Ist auch ein, ist eigentlich auch eine übelste Ironie, wenn ich Witze ernst meine. Naja gut. Naja. Da seht ihr, das ist heute vorne und hinten nicht so ganz hin. Einfach gar nicht beachten, den Typen. So. Da hinten sehe ich noch ein wenig. Ah, es muss schon echt, also das Spiel wird mich, glaube ich, lange fesseln. Aus dem einfachen Grunde, selbst wenn du kein, was weiß ich, wenn du die Quests auf... Ach, stimmt, siehst du. Warte, ich muss ganz kurz um Zombies kümmern. Geh mal auf C. Also, ja, auf deinen Charakter. Boah, scheiß Zombies hier, ey. Dann geh mal auf, dann siehst du doch Charakter da oben, gell? Dann siehst du Währung, Kostüm und Titel. Geh mal auf Titel. Warte. Hast du da schon einen? Sternschnuppe, glaube ich, weil ich da das erste Ding irgendwie... Den hast du schon, ich hab den noch gar nicht. Hä, was ist denn das erste Ding? Ja, wie gesagt, O. Drückst du O. Ach stimmt, ja, das habe ich hier noch gar nicht gemacht. Und zwar gibt es ja auch noch Tagesquests. Hier, die kann ich mir, jetzt kann ich mir die Belohnung hierfür holen. Und, genau, alles klar. Die Dachquest und hast du nicht gesehen. Und alles nehmen. So, Okay. Wie nehme ich mir jetzt... Hm? Titel, ja, ich habe den Titel Sternschnuppe. Es gibt genau 0,1 Charisma. Das wollte ich dir sagen. Das kannst du nämlich ausrüsten. Habe ich dir erzählt, dass man hier die Titel ausrüsten kann und das ist das. Null Problemo habe ich auch schon erfüllt heute. Was habe ich noch erfüllt? Jede Woche.
Macht der Gewohnheit habe ich erfüllt, kann ich machen. Was habe ich noch erfüllt? Zeitlimit Quest. Ja, null Problemo. Dann haben wir hier die Quest. Sternschnuppe und dann haben wir die Erforschungsquest. So, okay, gut. Ja, das haben wir jetzt gemacht und jetzt kann ich auf C, kann ich jetzt hier runtergehen, kann Sternschnuppe auswählen. Item nutzen? Hier kann man sogar Items reinpacken. Ach so, du musst ja, du musst da die Items reinpacken, die das Charisma bekommen sollen. Glaube ich. Ach, keine Ahnung. Ich wollte jetzt mal... Ich probier's einfach mal gerade. Fragezeichen. Was bedeutet denn das Fragezeichen hier? Unten, okay, hat sich erledigt. Nee, funktioniert nicht. Was hast du jetzt eigentlich noch für Quest offen? So. Kleinen Moment, ich will kurz mein Zeug wieder ausrüsten hier. Okay. Ich habe noch zwei Quests, die ich abschließen kann. Übrigens, das Urschattenfest, da brauchen wir gar nicht dran teilnehmen. Das ist nämlich für Level 40er. Ah, das ist ein bisschen über unserem Niveau. Ja, dann kann ich das hier aus meiner Questliste erstmal wieder rauspacken. Das können wir löschen. Ich habe die Himmelshammer Notversammlung habe ich fertig. Und dann habe ich noch 4 Quests. Ich auch. Genau, ich habe jetzt noch wichtige Informationen. Tötet Plünderer Galika, tötet Oredo Payon, besiegt Irkrie Mandudik und Alchemie Gebräum. Genau die habe ich auch alle und ich weiß auch, wo die sind. Und ich weiß auch, dass das ziemlich einfach geht. Ah ja, genau, hier, ich muss dieses komische Gebräu hier. Seht euch südöstlich von hier um in der Nähe des offenen Grabes. Und zwar sind diese ganzen drei Leute, die wir besiegen müssen, die sind alle in der Zombie-Stadt drinne. Obwohl ich den dritten echt suchen musste. Genau. Der dritte ist nämlich außerhalb der Zombie-Stadt. Da ist so ein kleines Plateau. Und wenn du das nicht wirklich siehst am Anfang, dann findest du es nie. Ich habe das nur gesehen, weil ich mit dem Drachen dann zufällig außen vorbeigeflogen bin. Na, ich bräuchte auch mal dieses Alchemie-Gebräu. Ich habe keine Ahnung, was für ein offenes Grab der meint und... Ah, ich weiß, wo das steht. Das kann ich dir sagen. Und zwar, du weißt doch, wo wir den Grabräuber besiegt haben, gell? Da oben, bei dem Holzhaus, also dieses Grab, dieses Verwitterte. Wo wir die Kerze dann gezündet haben. Meinst du mal hier diesen... Wo wir die Kerze dann gezündet haben. Ja, wir haben nur an einer Stelle die Kerze angezündet. Man sieht, dass der Wolgan absolut keinen Sinn für solche. Ich weiß, dass wir Kerze angezündet haben. Ich muss halt nur überlegen, wo das genau war. Ja, und genau da, wo die Kerze angezündet haben, da steht jetzt, nachdem du die Quest beendet hast, ein Alchemiegetränk. Und das musst du dir holen. Ach so. Das ist es. Du musst dir halt nur merken, wo du langläufst. Deswegen krieg ich mir mal genau ein, wo ich langlaufe in solchen Map-Spielen. Weißt du, das will ich nie wieder irgendwas wieder. Die Heiltränke Mitte schmeiß ich mal weg, weil die nutze ich eh nicht. Dann hau ich mir mal das. Das kann auch noch weg. Hier, komm, braucht eh keiner. Das kann auch weg, braucht auch keiner. Oh, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Jetzt darf ich wieder. Nein, ich will. Ja, komm schon. So. Und dann haben wir mal wieder Wasserweidenblock. Oh, die ganzen Zombies sind echt nervig. Schön, aber das Gute hier ist, man kriegt die Zombies mit einem Schlag tot. Levelt noch ein bisschen. Und wir haben auch die Skill-EP-Leiste gefunden. Du kriegst nur einen EP dafür, ne? Hier unten. Ne, drei. Ich krieg 37. Ah ne, Quatsch, das ist dafür. Hier unten sieht man die EP-Leiste. Also man sieht, ich brauche fürs nächste Level 4000 EP gerade. Da muss man dann halt gucken, was man da macht. So, das ist sogar noch ziemlich knapp, klein. Für Level 5, für Level 24 brauche ich mittlerweile schon 35.000 EP. Aber das steigt dann auch rasant an. Und Level 96 wird sicher nicht so schnell erreichbar sein. Vor allen Dingen im Let's Play nicht. Ja. So, wir killen mal den Amok-Zombie hier. Jetzt muss ich erstmal diese komischen Kerzen finden. Auf dem Weg kill
angreifen, Viecher. So, da hat man gerade meinen neuen, da hat man gerade meinen neuen Skill gesehen. Bam. Und wir hauen hier gerade mal ein bisschen auf den Zombie drauf, um uns einfach mal ein bisschen zu sichern hier noch Zombie. Und gleich haben wir ihn tot. Genau. Oh, da haben wir sogar 3 Skurrilexenzen für bekommen. Ja, mega geil. Und den Rücksichtsloskern. Ich hab hier. Also, das habe ich auch gefunden. Und zwar der Rücksichtsloskern. Ein seltenes Item kann gegen Ladies Held Ausrüstung getauscht werden. Das muss ein ziemlich mächtiges Item sein. Hat mir ein Level 90er gesagt, dass das ziemlich gut ist, dass ich mir das aufheben soll am Anfang. Genauso wie diese Skurrilexenzen. Ja, die sollen wir auf jeden Fall aufheben. Es gibt am Ende eine sehr mächtige Rüstung. Ich habe die jetzt alle auf die Bank geschafft, deswegen, damit ich gar nicht in die Versuchung komme, da irgendwas zu verkaufen. Und was sich noch freuen wird mit Level 23, wenn wir den Schmuck bekommen, das ist nicht irgendein Schmuck, und zwar dieser Schmuck wird eine Kugel sein, die wir uns ausrüsten können. Und diese Kugel hat die Fähigkeit, 50.000, also die nächsten 50.000 XP, die wir mit dieser Kugel zusammen verdienen, multipliziert die Kugel doppelt. Das heißt, alle 50.000 XP werden in der Kugel gespeichert und verdoppelt. Und es kommt noch besser, wenn sie das gemacht hat, dann tut sich die Kugel weiterverentwickeln in neuen Gegenstand, der noch mehr kann. Also es wird lustig. Okay. Ja, ich denke mal, da gibt es hier so viel, und ich glaube, auch wenn wir jetzt hier ab und zu mal was verkaufen, was später vielleicht nützlich sein wird, ich glaube, das kriegen wir so oft wieder hier. Ja, muss halt aufpassen. Also, was ich gemerkt habe, lila und blaue Items solltest du nicht verkaufen, die sind sehr selten. Also lila und blau, ist eins von beiden ist legendär. Und die kriegst du auch nicht so schnell wieder. Und das sind wahrscheinlich so dann Dinge, wo du wirklich viel brauchst, deswegen passe ich da auch auf, dass ich die nicht aus Versehen verkaufe. Die kann man sich auf die Bank packen, da hat man 30 Plätze. Man kriegt mit Level 20 nochmal 10 extra Plätze frei, also von daher hat man genug Platz eigentlich, um alles einzulagern. Was mir aufgefallen ist, du solltest niemals mehr als 5 Quests machen. Also du kannst maximal, glaube ich, 30 Quests gleichzeitig annehmen, habe ich gemacht auf einem anderen Kanal Dings. Das Problem ist, du hast so viele Questgegenstände in deinem Inventar dann, dass du gar nicht mehr dein richtiges Zeug platzieren kannst. Und du bist man möchte ja auch ungern Questgegenstände wegschmeißen, ne? Ist richtig. Na, kannst du gar nicht. Doch, kannst du. Aber der warnt sich halt 3-4 Mal vor, so, wollen sie wirklich? Und das ist nicht so gut. Also ich mach's nicht mehr. Ich mach mir jetzt immer so 5 Quests, die tue ich nacheinander. Hier im Let's Play mache ich eh nicht so. Das kann ich eh nicht im Let's Play so machen. Man muss ja sagen, ich tue im richtigen Spiel, renne ich einfach nur durch und lese mir gar nicht durch, was da ist. Aus dem Grunde, da ich das mir im Let's Player nicht vorwegnehmen will, da das Vorlesen der ganzen Quest doch ein wenig strapazierend schon ist. Okay, hast du ganz kurz? Nee, ich habe keinen Penis. Hast du schon glänzende Augen und Honiglampenblumen? Das Quest habe ich schon fertig, ja. Okay, dann muss ich das noch machen. Dann kriege ich mal ein paar Griffins, Griffons. Hauptsache du machst diese töte, besiege und sowas Quest nicht ohne mich. Nee, ich mach jetzt fix noch die Griffon-Sache da. Und halt diese Blumen-Sache. Und dann können wir hier dieses Töte-Zeug. Ja. Bis dahin sollte ich ja auch ordentlich ein bisschen vorangekommen sein. Man merkt halt, wir werden halt immer, ich habe halt ein Level über Revolge gehabt und Level 16 aufzuholen dauert schon ein bisschen. Und darum machen wir es jetzt immer so, wenn einer ein Level höher ist, dann kann der sich ja ein bisschen um seine anderen Skills bemühen. Wie zum Beispiel Kochen und sowas. Weil das ist ja scheißegal, was wir da für ein Level haben. Das nimmt ja keiner jemanden übel, wenn der da 3 Level über dem anderen ist, oder? Nö, das ist ja... Also beim Kochen zum Beispiel bin ich jetzt Level keine Ahnung was. Weil ich mir da gerade übelste Fleischpasteten-Sachen gemacht habe. Also Level keine Ahnung was ist immer sehr gut. Da weiß auch immer jeder sofort, was gemeint ist. Genauso kommentiere ich auch meine Let's Plays.
Also ich habe jetzt gerade ja, und weiß das selbe gerade nicht mehr ganz genau. Ich meine, die Zuschauer kennen mich doch jetzt mittlerweile auch. Ja, die kennen auch meine Let's Plays. Ich glaube. Also ich gehe jetzt und mache Weil, Bums und Dingens und keiner weiß, was ich eigentlich sagen wollte. Also Level du kannst, hab ich da, glaub, du kannst übrigens schon. Bei dir müsste doch eigentlich, wenn du dein Interface, also wenn du deinen Bildschirm anguckst, dann müsste eigentlich keine Information über Spieler und sowas angezeigt sein, oder? Du kannst nämlich in deinem Interface auch, ich habe mal, einige werden es merken, dass mein Interface sich komplett verändert hat in den letzten Folgen. Weil ich habe jetzt in mein Interface alles angeklickt. Also ich sehe jetzt mein Level, ich sehe das Level aller anderen Tiere, ich sehe meinen Lebensbalken über mir schweben, die Lebensbalken aller anderen so, Tiere. Ja, das. Mir wird angezeigt, das was. Ich sehe, dass man sich das einstellen kann. Aber ich finde, das stört mich halt bei den meisten dieser Spiele, wo man das Interface eben nicht so ausschalten kann, sag ich mal so, sondern wo das gleich so vorgegeben ist. Hm, weißt du, was du meinst, dass es dann die Natur kaputt macht? Naja, es macht nicht die Natur kaputt, ich finde es einfach nur, du weißt halt ganz genau, oh, okay, gut, das Vieh ist so und so, dieses Level. Und ja, ich habe es jetzt einfach mal gemacht, weil wir halt momentan noch nicht wissen, wie das so ist. Abgesehen davon ist es halt so der typische. Weil wenn du das Tier anvisierst, siehst du da das Level auch. Ich find's aber schön, es ist echt schön gemacht in dem Spiel. Und zudem ist es einfach so. Oh, wer greift mich denn jetzt schon wieder an? Zudem ist es einfach so dieser typische RPG-Charakter, den ich mir nicht kaputt machen will. Es gehört halt einfach dazu. Zu so einem RPG-Spiel. Deswegen habe ich so. Schade halt, dass du nicht auch aufnimmst, weil dann könnte man es halt in zwei verschiedenen Varianten spielen. Der eine spielt halt so, der andere so. Das ist halt schade, dass du nicht selbst aufnimmst. Aber den Gigabyte, also was wir letztens aufgenommen haben, 700 Gigabyte oder sowas hatte. Das packst du. Du bist ja froh gewesen, dass du die 20 Gigabyte Spiel auf deinen PC gekriegt hast. Ja, weil. Ja, wie gesagt, meine Festplatte, die quillt hier lange über. Ich muss mir mal so eine externe holen. Ja, aber ich muss mir unbedingt eine zweite holen, weil ich habe fast schon 1 Terabyte mit den richtigen Videos voll. Und das ist ganz schön viel. Ich habe ja mittlerweile fast 2200 Videos. Und da werde ich mir wahrscheinlich bald wieder eine 3 Terabyte holen. Für 100 Euro. Sind eigentlich ganz billig, so wenn du drüber nachdenkst. 3 Terabyte ist dann doch schon ein ganzer Batzen, ne? Da hat gerade einer von uns die Verbindung wieder verloren. Der Wolke hört uns jetzt momentan wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob er. Ich guck gerade, ob er offline ist, aber. Noch ist er nicht offline. Bin ich vielleicht offline? Ich weiß es nicht. Aber mir läuft es ja noch. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Ah, okay, Wolke ist offline. Müssen wir kurz warten, der kommt gleich wieder an. Ja, aber ja, Anführer ist Nary mehr, also Wolke hat es gerade rausgehauen. So, müssen wir mal schauen hier, dass wir hier nicht aufführen. Sprech. Ja gut, es sollte trotzdem voll gleich fährt. Ah, ich glaube jetzt war da. Ne, immer noch. Okay. So, da haben wir jetzt auch das Kochen schön hochgelevelt. Das ist doch mal geil, da sind wir gleich Level 10. Und hopp. Was anderes haben wir nicht. Ich hoffe, die Musik ist gerade nicht so laut, das wäre schade. Ich glaube, ich habe es aber einfach nur laut auf meinen Kopfhörern eingestellt. So, siehst du mal, hier kann man noch, jetzt sind wir Level 11, hier kann man noch 10 mal mit vorbei nach Herz. So, hallo Wolke, herzlich willkommen zurück. Wolke? Da hat es wieder rausgehauen, da hatten wir gerade ein paar Probleme. So, wir haben noch Wasserweidenleiste, ne? Da können wir dann wahrscheinlich auch gleich was mitmachen. Oh, ich glaube, wir kommen kein Level mehr hoch. Ja, wir sind kein Level mehr hochgekommen. Kommen wir damit jetzt noch ein Level hoch? Ne, okay. Das geht also hier gar nicht mehr. Dann gehen wir jetzt halt hierher. Leveln hier weiter. Haben ganz schön gesammelt auf jeden Fall. Ah, und jetzt kann man, hier seht ihr, jetzt kann man ja einiges auch craften. So,
setze mich einfach mal daneben, erzähle euch eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Also ich war mal jung. Ende. So. 26%, 48%. Ja, Level 11 wird dann wahrscheinlich so die Grenze sein, wo man nicht mehr weiterleveln kann. Mit so normalen Zeug. Wir haben ja noch einiges hier vor uns, 24 mal können wir noch. Findet Schlachtherold der Säule der Prophezeiung. Keine Ahnung, wo der scheint so. So, das nehmen wir nochmal an. So, hast du es jetzt endlich geschafft? Ich bin wieder da, ja. So, es war gerade sehr lustig. Sagst du, der Wolke hat es gerade rausgehauen, rufst an, so, da ist er wieder, flupp, und da ist er weg. Wir warten einfach nochmal. Na, okay. Ja, Ah, okay, es geht nicht mehr. Was das ist. So, dann tun wir jetzt mal das hier machen, das sollte eigentlich jetzt noch ein paar Level hoch, jetzt das sollte, oder? Ja, genau, das tut uns weiter leveln. Jetzt tun wir uns hier ein paar Rohstreifen machen. Aber ich will eigentlich nicht alles Rohstreifen machen, ich will mal ein paar Rohstäbe machen. Die habe ich mir noch gar nicht gemacht, seitdem ich hier spiele. So. Das levelt uns aber, oder? Halt, ja, genau. Boah, da bin ich schon Level 11, nee, Level 12 mit Waffenschmied, das ist doch geil, oder? Ja, es hat was. So, jetzt mal schauen, ob ich mit den Stöckern auch hier arbeiten kann. Oh, geil, ich kann mit den Stöckern sogar hier arbeiten, da bin ich erst Level 2. Und dann tun wir uns hier schnell auf Level 7 oder 8 machen. Also ich bin jetzt, glaube ich, in jedem... Ich habe mich gerade im Kochen auf Level 11 gelevelt oder so. Ich bin in der Rüstungsschmiede auf Level 11. Bin in der Waffenschmiede auf Level 12. Feinschmiede bin ich gleich... Jetzt bin ich auf Level 5 und sollte ungefähr auf Level 8 oder so kommen. Also ich bin... Ich weiß gar nicht, wo du die Materialien immer herkriegst. Ich sammle heftig. Ich habe gerade über 100 Weidenzweige gesammelt. Ja, wo findest du die? Na, auf der Map überall. Holz sind Weidenzweige und sowas, also momentan sind es Weidenzweige. Pflanzen, diese Büsche sind die Pflanzen und diese grauen Punkte sind Erzadern. Okay. So, jetzt haben wir hier erstmal, jetzt gehen wir mal hier kurz her. Und sollte öfters auf die Map schauen. Verkaufen mal das hier alles, das brauchen wir jetzt alles nicht. Die uralten antiken Statuen können wir auch verkaufen, die bringen uns auch nicht viel. Unbekanntes Erz kann ich dann erstmal... Ich weiß gar nicht, wie man das mit einem unbekannten... Ein unbekanntes Material, das der Drache mitbrachte, muss extrahiert werden, um seine... Ah! Nein, will ich nicht... Nein, nicht ja, verkaufen. Da... Sowas habe ich auch. Das meinst du mit extrahierten? Dann müssen wir mal nachschauen. Machen wir mal B und C auf. Hier ist es doch. Ganz einfach. Wenn du auf B klickst, das zweite Symbol heißt... Das erste Symbol ist Extraktion. Dann extrahieren wir einfach mal das unbekannte Material. Und bekommen einen unverfeinerten Erzkristall. Oh, da bekommen wir jetzt noch einen Titelbeförderer. Oh cool, da kriegt man sogar mehrere Materialien. Alter, da kriegt man 5 Materialien raus aus so einem... Oh, krass. Hier haben wir noch Kupferblock. Krass, was ist denn das? Titelbeförderer. Wird dies auf einen ausgewählten geil, Titel... Guck, ach, guck mal hier! Zartes Hackfleisch bekommen. Guck mal, du, Uwe, Wolke, du hast doch ja. den Titel, da kannst du was draufpacken, ne? Ja. Und ich habe gerade aus dem Extrahieren einen Titelbeförderer bekommen. Den packe ich hier auf die Sternschnuppe. Und jetzt habe ich Sternschnuppe Stufe 2 als Titel. Ah! Okay, also ich habe 10-mal zartes Hackfleisch. Ein seltenes Material, das oft dafür genutzt wird, blau und grüne Items für folgende Levels herzustellen. 1 bis 10. Ja, ich habe 16 mal unverfeinerter Erzkristall bekommen. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas... Haben die irgendein besonderes Symbol, wenn die extrahiert werden müssen? Haben die irgendeine Farbe oder so? Bei mir war es grün umrandet und es stand da, hier bla 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 muss... Ja, ich will ja nicht überall drüber scrollen, deswegen... Da muss ich wahrscheinlich... Rohstab, Rohstreifen haben wir hier. Ich habe hier auch einen Haufen Drachenrüstung in meinem Inventar. Legst du doch schlechter sind als meine. Legst du doch deine Drachen jetzige, an? Aber ich wollte gerade sagen, die Drachen, die eh immer nur rumlaufen und Sachen suchen. Kannst du?
kannst du Talismänner benutzen? Ich habe keinen Talisman, aber ich glaube, das ist nichts für mich. Das ist Orakel, glaube ich, gell? Ja, glaube ich. Ich verkaufe es einfach mal. Wie heißt denn die denn jetzt? Zauberer oder Magier? Ne, sag ich jetzt mal. Weiß nicht, ob das jetzt hier so heißt. So, ich verkaufe das. Verfeinerungsessenz hab ich auch noch. Bei der Herstellung kann dies zur Synthese... Was? Zur Synthese-Item vermischt werden, um einen Katalysator herzustellen. Dieser Katalysator kann während der Waffen oder aus... diesem Werte und die Verbesserung zu erhöhen. Okay. Also wir werden noch viel lernen müssen. In diesem Spiel. Hä, wollt ihr mich total verkacken? Wie weit bist du mit Level 16 jetzt denn? Ich bin schon etwas reingelevelt. Ich bin jetzt auf ungefähr... Ja, ich bin jetzt auf 70% zu Level 17 ungefähr. Oh, diese blöde... Ich glaub's nicht, ja. Bist du nicht, so geht er mit seiner Freundin um. Ich frag ihn was höflich und er so, diese blöde... So ist er. Ich bin jetzt noch nicht mal bei der Hälfte, also von daher... Alles klar. Na dann lass uns mal die ganzen Typen umlegen, dann sollte man Level 17 sein. Ich komm grad mal zu dir, geflogen. Oh, die ganzen Zombies hier. Oh. Ja, die geben immer nur 2 XP, hast recht. Schade eigentlich. Also die Level 40er Schafe, die ich hatte, die haben 240 XP gegeben. Also Hochlevel nur an Monstern ist eher schwer. Es sei denn, man lässt sich leveln. Die Quests leveln da schon wesentlich schneller. Ja. So, Skurri-Excel. Boah, jetzt hat's aber hier ganz schön was abgegeben, du Mensch. Ich habe gerade für die Obstirak-Königin 9 XP bekommen. Da musst du dir mal vorstellen hier. Ja, aber du kriegst von der Skurri-Exzenzen. Ja, die hat mir übelst viel Zeug gegeben. Mega. Ich kümmere mich gerade mal um den Duraldo-Triller hier. Mein Inventarzeug ist jetzt schon wieder voll hier. Ich denke mal, ich gehe nochmal zurück. Zur Bank, packt er wieder ein paar Sachen rein und dann verkaufe ich noch mal ordentlich was. Ja, na, bleib erstmal hier, ich will jetzt mit dir die ganzen Typen, jetzt sind wir einmal beide hier. Ja, dann lass mich das nein, du kommst jetzt her. Eben fix wegbringen. Nein. Ich bin jetzt extra hergekommen aus der Scheißstadt. Du wirst da eh nichts bekommen, groß. Ja, ich kann jetzt gar nichts bekommen, weil mein Inventar komplett voll ist. Na denn. Es geht schnell, ich bin noch gleich wieder da. Ich vermisse dich so. Alter Rand, das interessiert keinen. So, dann tue ich mir noch ein bisschen Holz sammeln, damit ich weiterhin mich hochleveln kann. Wo ist hier? Ach, da ist der Zweig. Schweig dich aus! Glaubst du, weil ich eine Frau bin, habe ich nichts drauf, oder was? Achso, Quatsch. Falsche Taste. Scheiß Ratten hier. Wird man einfach überfallen, wenn man als Frau durch den Wald läuft. Tö. Die Ratten sind echt mega nervig an irgendeinem Zeitpunkt. So, pack mal das mal rein hier. Ja, es ist also wirklich. In diesem Spiel ist es wirklich hart übertrieben mit den Monstern. Aber du musst mal sehen, wie viele Leute hier auch lang rennen und so ein Monster abhaben wollen. Ja, das stimmt schon. Wenn die eine Wiedergeburtsrate haben, dann dauert das halt ein Stück immer. Ich schau gerade mal, ob die Königin wieder da ist. Ich hätte nämlich auch Bock, die zu killen, mal ein paar Essenzen zu bekommen, aber. Die scheint nicht. Ich glaube, die Könige und sowas, also die Boss sollten wir immer zusammen machen, weil man hat ja gesehen, es gibt keinen Abzug bei den Skurri-Exzenzen, jeder kriegt die. Ist einfach besser so für uns, weißt du? Ja. Meine Frage, was glitzerndes Kristallpulver, seltenes Material, das häufig bei der Fertigung von blauen Items verwendet wird, bla bla. Sie sollte sowas aufheben. Wie gesagt, alles was einen blauen und einen lilanen Rand hat, würde ich aufheben an der Stelle. Dann klatsche ich mir das hier erstmal rein. Gut. Was hat der denn für einen kleinen Drachen? Einen zweiköpfigen kleinen Drachen hat er hier. Ja, die Kleindrachen, habe ich gerade gefragt. Die Kleindrachen, die neben einem herlaufen, die gibt es nicht mehr momentan.
das war mal eine Aktion. Da müssen wir uns wohl zur... Da müssen wir uns zur nächsten Aktion gedulden, hatte mir der Typ gesagt. Ab und zu sind die mal, sind bestimmte Festivals. So, ich komme jetzt wieder zurück. Ich bin gleich da, dann verkaufe ich noch ordentlich Zeug. Und dann können wir loslegen. Ich sollte mir echt öfters mal hier auf der Karte... Ich habe hier überhaupt keine grünen und blauen Punkte, was du gesagt hast. Was, grüne und blaue Punkte? Von was redest du? Na, was du gesagt hast, hier wegen Zweigen und so, hast du auch was gelabert hier. Nein! Zweige sind Zweige. Und Grasbüsche sind Grasbüsche. Wenn du ein Grasbüsch auf der Map siehst, dann gibt's da Grasbüsche zu holen. Ach so, Mensch. Ach so, okay, okay. Und da hole ich mir das her. Du kannst dir halt aus einem Grasbüsche manchmal, also aus einem Grasbüsche kannst du 1 bis 4 Mal abernten. Genauso wie Stein und auch Dings. Ja, das hatte ich auch schon mal so. Das kann man verkaufen. Jo, ich warte immer noch auf dich. Verkaufen. Ich weiß nämlich langsam nicht, was ich machen soll. Ich fange gerade schon an, die Grabräuber hier zu töten. Weil ich nichts Besseres zu tun habe. Man überlevelt hier aber auch so schnell in der Region, ey. Es wird später noch ein bisschen schwerer, aber allgemein gesagt kannst du, sobald du Level 25 bist, kannst du auf der ganzen ersten Landkarte alles killen. Läuft zwar in manchen Regionen ein bisschen schwieriger, aber du kannst ab Level 25 kannst du eigentlich alles killen. Jetzt noch mal fix mein Drachen. So. Auch du bist tot. Interaktion zum Drachennest. So, schlechter Rüstung. Klack, zieh dir das an. So. Hallöchen. So. Auch tot. Auch tot. La 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 la. Yay, Drachensplitter. Kommst du jetzt endlich? Yes, yes, yes. So. Das Rüstungsteil kann ich nur verkaufen. So, wo bist du jetzt, Immer noch am Stadteingang zur Zombie-Stadt. Ich komme dahin. Na nun, eine schwarze Kanalrat habe ich ja noch gar nicht gesehen. Noch eine. So. Ich sag dir aber gleich, bei dem Kampf gegen das Vieh brauchst deinen Drachen gar nicht einsetzen, sonst haut's dich ins Wasser runter. Ich mein Drachen nicht einsetzen. Weil das eine mega dünne Stelle ist und wenn du dich da falsch bewegst, bist du unten im Wasser. Haut ab! So. Komm. So, hier machst du mal ein Schatteneisenwächter, dann holen wir uns erstmal, komm her. Ja, das süße Vieh hier. Schatz! Ich bräuchte kurz deine Hilfe. Hey, wo bist du? Ach, da bist Na, du. Bei dem riesengroßen roten Vieh. Und keine Angst, ich habe ihn zuerst angegriffen, also wir bekommen ihn auf jeden Fall auch. Das habe ich nämlich auch mitbekommen. Wenn mehrere Leute ein Vieh angreifen, dann kriegt immer der die Erfahrung, der zuerst angegriffen hat. Nee, ich habe vorhin bei Leuten auch schon geholfen,
Kriegst da die Erfahrung auch. Skurrilixens habe ich bekommen. Ja. So, komm. Stück, ja. Komm mit. Warte mal, Spearbeinschützer bringt. Nichts, warte, nicht. Ich habe jetzt eine halbe Stunde schon gewartet. Komm her. Ja. Sehe ich gar nicht mehr. Minimap gucken. Warum bist du mir. Ja, du bist hinter mir laut Minimap. Naja, komm doch her. Hallo? Was machst du da? Jetzt komm endlich mit! Willst du mich gerade veralbern? Ja. Los. Komm her. Da war ich da vorhin schon. So. War ja doch schon. Und hier geht's raus. Und das musste ich erstmal rausfinden. Und da steht der Typ, den wir killen müssen. Deswegen sage ich auch gerade, hier brauchst du deinen Drachen gar nicht einsetzen, weil wenn du hier runterfällst, dann, ja, kannst du dir vorstellen, ne? Da muss ich nicht viel zu sagen, oder? Was meinst du? Nee, ist... Im ersten Mal hat sie mich hier nämlich echt fast runtergelegt, als ich hier gekämpft habe. Oh, das ging doch schnell. So, das war der erste von drei. Der gibt nicht. Doch, der hat einen Leinenfetzen gegeben. Der hat einen Leinenfetzen gegeben. Ja, ich dachte der, Ja, und jetzt müssen wir das gesamte Quest hier einmal machen, um dann gegen die Bosse kämpfen zu können. Also jetzt müssen wir erstmal untote Dorfbewohner und starke Ghouls killen. Wo haben wir denn welche? Hui, hui. Die sind vorne. Ja, ich sehe sie gerade. Bin schon da.